Was ist eine Sicherungsübereignung? Wieder zwei Möglichkeiten, entweder hier die Brücke zu bauen durch ein anderes Verb. Was macht eine Sicherungsübereignung? Wofür ist eine Sicherungsübereignung gut? Was bewirkt eine Sicherungsübereignung? Aber besser ist, wie so oft dieser Weg, eine Sicherungsübereignung ist eine Form der Kreditbesicherung. Eine Form der Kreditbesicherung. Wenn Sie sich das merken, dann wird Ihnen der Rest einfallen, aber das ist der Trittstein, den Sie brauchen. Eine Form der Kreditbesicherung. Und dann können Sie weiter diese Form der Kreditbesicherung beschreiben. Wie sieht denn das aus? Welche Form haben wir denn hier? Nun, und da haben wir die Besonderheit, es geht um bewegliche Sachen. Ja, es geht also nicht um Grundstücke oder Gebäude, ausdrücklich nicht, denn die sind unbeweglich. Sie heißen ja auch Immobilien, nicht beweglich. Es geht um bewegliche Sachen. Und was passiert? Bei einer beweglichen Sache haben wir einen Schuldner und einen Gläubiger, wenn diese bewegliche Sache nun als Form der Kreditbesicherung verwendet wird. Und jetzt kommt das Besondere: Der Schuldner bleibt Besitzer. Jetzt muss man den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum kennen und können. Der Gläubiger wird Eigentümer. Was bedeutet das? Besitz ist die tatsächliche Herrschaft über eine Sache und Eigentum ist die rechtliche Herrschaft über eine Sache. Das heißt, nehmen wir ein Auto. Der Schuldner möchte einen Kredit und bietet sein Auto als Sicherheit. Jetzt könnte man rein theoretisch das Auto in die Tiefgarage der Bank stellen und so lange nicht mehr bewegen, bis der Kredit zurückgezahlt ist. Nicht sinnvoll, vor allem weil der Schuldner wahrscheinlich dieses Auto braucht. Also bleibt der Schuldner Besitzer, er darf also weiter im Auto sitzen und damit rumfahren. Und der Gläubiger, die Bank, wird Eigentümer dieses Autos. Und wenn der Kredit dann zurückgezahlt wird, dann, oder zurückgezahlt ist, besser gesagt, dann wird das Eigentum rückübertragen an den Schuldner. Der Schuldner ist also vor dem Kredit Besitzer und Eigentümer, während des Kredites nur Besitzer und die Bank ist Eigentümer. Und wenn der Kredit zurückgezahlt ist, wird der alte Zustand wiederhergestellt. Der Schuldner ist wieder Besitzer und Eigentümer. Also, vor dem Kredit. Nehmen wir das als Zeitraum. So, jetzt kommt hier die Phase des Kredites und die Phase nach dem Kredit. Nach dem Kredit bedeutet, der Kredit ist zurückgezahlt. Vollständig. Ja, mit Zinsen und so weiter. Alles erledigt. Vor dem Kredit, der Schuldner ist Besitzer und Eigentümer dieser beweglichen Sache, also von mir aus des Autos. Während des Kredites gibt es nun den Schuldner und den Gläubiger. Und der Schuldner bleibt Besitzer, ich darf mal abkürzen, weil ich das schon geschrieben habe, und der Gläubiger wird Eigentümer. Besitz und Eigentum werden also jetzt getrennt, während sie vorher in einer Hand waren. Und nach dem Kredit ist es wieder wie vor dem Kredit, der Schuldner gleich Besitzer und Eigentümer. Ja, Besitzer mit B und Eigentümer mit E. Vor dem Kredit, Schuldner ist B und E. Während des Kredites, der Schuldner bleibt B, der Gläubiger wird E und nach dem Kredit wieder wie vor dem Kredit.
Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht.